Also früher haben wir das auch nicht gebraucht. Da konnten wir Löcher mit einem stinknormalen Bohrer bohren und das hat auch gereicht. Aber früher war ja auch alles ein bisschen anders und wir wollen ja täglich auf der Baustelle in der Werkstatt Zeit sparen, effektiv arbeiten mit einer hohen Qualität. Und dafür ist das Video. Ich habe hier nämlich was Cooles von Rugo, eine kleine Neuheit, die ich mal vorstellen will. Und du brauchst nur noch dieses eine Tool und nicht mehr drei. Und das spart Zeit, Nerven und erleichtert dir auf Baustelle und der Werkstatt einiges. Wer kennt es nicht? Ankörn. So, dann nehmen wir unseren Bohrer. Mit dem bohren wir das Ganze vor. Wenn wir schon cool sind, haben wir schon einen Flowstep-Bohrer. Das heißt, wir haben hier eine coole Spitze. Ja. So, dann haben wir unser Gewindeschneider. Mit dem schneiden wir dann das Gewinde. Und dann haben wir noch unseren Senker. Mit dem senken wir... Oh, hier ist die Box ein bisschen auseinandergefallen. Dann senken wir damit alles noch. Brauchen quasi drei Tools. Aber wir haben hier ein Tool, ein Werkzeug, der verspricht, dass wir alles in einem haben. Das heißt, nur das... Und nicht die ganzen anderen drei Sachen. Ich finde, das klingt spannend und deswegen müssen wir das testen. Hier drinnen verbirgt sich quasi das Schweizer Taschenmesser unter Bohrern, wenn wir es mal so wollen, weil wir haben hier von M3 bis M10 alles am Start. Und ich nehme mal den größten, dass man es einfach gut sieht. Wir haben hier die Flowstep-Spitze. Wir haben das Ganze zum Bohren. Wir haben hier drinnen das, ja, das zum Gewindeschneiden. Und hier hinten zum Schluss wird das Ganze auch noch gesenkt. Das heißt, wir haben drei in ein. Ich stelle mir jetzt schon wieder vor, Baustelle, mega cool. Das heißt, du brauchst nur die eine Packung, nicht die drei Packungen. Bist flexibel, bist schnell. Thema schnell können wir dann auch mal gucken, wie viel Zeit wir wirklich sparen, wenn wir mit allen dreien das machen. Und wie lange brauchen wir hierfür? Ich sehe das zum Beispiel auch, wir haben früher Metallbauhallen gebaut, wo wir Bleche angebracht haben draußen, Sandwichpaläne, wie auch immer. Und wir mussten Löcher bohren. So, das heißt, wir haben viele Löcher gebohrt. Klar, das hat jetzt mit Gewindeschneiden nichts zu tun, aber... Wenn du jetzt überlegst, du musst irgendwie 20, 30 Gewinde schneiden, was du an Zeit sparst gegenüber der Geschichte, wo du alles einzeln brauchst. Deswegen gehen wir jetzt mal rein und wir gucken mal, wie gut das Ganze funktioniert. So, für mich natürlich interessant, M6er Gewinde. Wir spannen es mal in unser Werkstück ein. In unseren Akkuschrauber. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier Aluminium, ich gehe mal auf Stufe 2. Ich will es einfach mal probieren, wir haben ein 3er Blech, dass ich mal so den ersten... Das erste Loch gemacht habe. Okay, bei Alu braucht man natürlich ein gewisses Gefühl. Jetzt ohne Mist, das war nice. Klar, wir reden von Aluminium, gell? Ging sau schnell, keine Frage. Ich habe jetzt aber hier nochmal ein Stahlblech. Ich muss es ja jetzt erstmal einfach ausprobieren, dass ich erstmal sehe, wie gut das Ganze in der Praxis funktioniert. Klar. 3 mm Stahlblech, dauert natürlich eine Sekunde länger. So, und jetzt muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich mit meinem Gefühl hinkomme. Geil. Das geht richtig gut. So, jetzt senken wir. Kontrolle, sieht gut aus. Rückwärtsgang. Und wir gehen wieder raus. Geil. Also das ist nice, Freunde. Das ist sehr, sehr nice. Wir haben das jetzt... keine Ahnung, wir müssen wirklich mal gleich eine Stoppuhr holen und müssen mal gucken, wie schnell das ging. Also das war der Hammer. Dann ist natürlich noch das Thema Flowstep-Bohrer, Flowstep-Spitze meine ich, Entschuldigung, für Rohr auch noch so ein Thema. Das heißt, ich hole hinten aus meiner Trickkiste gleich noch mal ein bisschen Rohr, dass wir das auch mal testen können. Wir haben jetzt nicht angekörnt, muss man auch dazu sagen, deswegen ist die Flowstep-Spitze natürlich cool. Aber das kennen wir ja schon, sagen wir mal, von den normalen Bohrern. Finde ich aber cool, dass sie das mit hier rein integriert haben. Macht Spaß, geht also wirklich... unfassbar schnell, Qualität ist gut, ist eine feine Sache. Ist natürlich immer, muss man auch dazu sagen, wenn du jetzt Vollmaterial hast, gell, irgendwie so 6 oder keine Ahnung, nee, beziehungsweise ist es ein Sackloch, das ist unten geschlossen, dann wird es sicherlich nichts werden. Ja, dann wird es schwierig, außer du hast unten genug Platz. Da müsste ich jetzt so dran denken, weil ich, wenn ich täglich meine Sachen mache, wenn wir Motorengehäuse machen, weil dann kommst du unten nicht weiter, dann kann es sein, dass sich das überdreht. Ne? Das so als kleine Gedankenstütze, aber für Bleche. Jetzt habe ich hier nur ein dünnes da. Wir gucken mal, ob wir noch was Dickeres haben. Bevor wir jetzt weitermachen, gehen wir mal wirklich auf die Uhr. Wir haben eine Stoppuhr. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen mal unser 3 mm Blech. Das ist doch schon fast Standard, würde ich sagen. Und machen das mal damit und dann mit allen dreien einzeln. Einfach mal, um so ganz groben Vergleich zu bekommen. Und für die, die ständig oder viel Gewinde schneiden müssen, vor allen Dingen vielleicht auch auf Montage, ist das definitiv eine Sache,
Also schreibt es mal in die Kommentare, weil das kann bestimmt für viele sehr, sehr interessant sein, weil da richtig Zeit gespart wird. So, wir haben jetzt nochmal hier Rohr. Das nehmen wir nochmal mit. Wir haben ja mal schöne Restematerialien da. Vielleicht müssen wir 2 Sekunden zum Schluss runterziehen. Oder pass auf, wir machen es anders. Ich drücke drauf und ab Sekunde 5 starten wir. Das ist wahrscheinlich das Schlauste. Und los. Ich bin auf Stufe 2 auf Vollgas. So, wir waren glaube ich bei 18. Das heißt, 13 Sekunden habe ich für das Loch gebraucht. 3 mm Stahlblech, M6er Bohrer. Wir haben gebohrt, wir haben das Gewinde geschnitten und wir haben gesenkt. Und das unter 20 Sekunden im Gang 2. Ich habe es hier gezeigt. Gell? Das war jetzt auch nicht auf Vollgas, so dass das auch schön lange hält, das Ganze. Mega Geschichte, meiner Meinung nach. Wir können natürlich nachher nochmal dickeres nehmen. Das heißt, du schaffst einige Löcher in einer Minute. Das finde ich schon wieder cool, weil wenn du jetzt sagst, jetzt nehmen wir mal das mit Umspannen etc. und simulieren das Ganze nochmal. So, wir machen es folgendermaßen. Ich habe die 3 Sachen hier schon bei mir am Start. Das heißt, die lege ich mir auch auf den Tisch, ordentlich vorbereitet. Angekörnt habe ich jetzt nicht. Das heißt, na komm, den Bohrer machen wir schon rein. Der war nämlich auch hier drin. Das müssen wir schon machen. Müssen wir schon ehrlich bleiben. Ich meine, wir wissen alle, dass das jetzt länger dauert. Aber wir starten wieder bei 5 Sekunden. Wir wollen das Ganze ja trotzdem testen. 4 und los. Na, es dauert schon länger, weil ich die Flowstep-Spitze nicht habe. Oh. So, wir wollen uns aber auch wirklich ein bisschen beeilen. Gehen auf 1. Sekunden waren wir, also 43 Sekunden circa haben wir gebraucht. Und ihr habt gesehen, ich habe mich wirklich beeilt, ich habe Gas gegeben, habe nicht geschummelt, gebohrt. Das hat schon echt, durch die Flowstep-Spitze, das geht schon um einige schneller, habe ich so das Gefühl. Und hier, das ist auch kein alter, ja, der ist auch fresh, also ist kein ausgenuckelter Gewindeschneider. Und naja gut, wie gesagt, es hat ja ein paar Sekunden gedauert, bis ich drauf gedrückt habe. Ich habe aber bei 48 Sekunden geguckt. Und wenn wir da die 5 Sekunden runterzählen, dann sind wir bei 43. Das heißt, ich glaube, was haben wir vorhin gesagt? 13. Also könnt ihr euch ausmalen, eine halbe Minute. Wir können ja jetzt durchziehen. Das machst du ja jedes Mal. Wechseln, hin, her. Jetzt musst du den wieder wechseln, um den Bohrer reinzumachen. Also, das finde ich cool. Und spart enorm Zeit. Einfach mal so der Vergleich. Klar, in der Praxis immer noch ein anderes Thema, aber ich finde, so kann man das ganz gut visualisieren. Allein, was man halt auch dann immer mitschleppen muss noch, gell? So, wir haben ein Rohr. Das ist ja für die Flowstep-Spitze nochmal interessant. Wie gut geht das? So heißt, wir bleiben bei dem M6er. Achso, hier ist übrigens auch noch eine Aufnahme mit drin. Klar, die kann man jetzt nehmen, um dann die Bohrer auch schneller zu wechseln. Ich denke aber immer, Kraftübertragung ist so natürlich auch gut. Das heißt, wir gehen wieder auf Stufe 2, setzen an. Naja, und es geht einfach wie Schmitz Katze. Was ich jetzt muss ich natürlich drauf achten. Ich glaube, das Gewinde können wir noch schneiden, aber senken können wir nicht mehr. Da musst du natürlich ein bisschen drauf achten. Nee, senken wird nichts. Außer ich bohre auf der anderen Seite nochmal raus. Aber selbst das ist natürlich geil. Also das ging echt auch mit der Flowstep-Spitze enorm gut. Ja. Ich versuche es dir nochmal visuell darzulegen. Das heißt, wir machen es mal mit einer Hand. Na ja, gut, das war natürlich blöd, wenn ich links rumgedreht habe, gell? So, hier, easy, eine Hand. Mit der anderen Hand halte ich gerade die Kamera. Gell? Jetzt schneiden wir noch das Gewinde. Wieder raus. Cool. Also, das ist definitiv einfacher. Viel, viel einfacher. Flowstep-Spitze, cool. Sehr, sehr schnell. Und dann kannst du hier mal schnell irgendwo ein Gewinde reinjucken. Also ich habe schon wieder Anwendungsbereiche ohne Ende. Wenn man mal irgendwo schnell was basteln will, ist das genau das Richtige.
Ja, Freunde, ich gebe es zu, ich bin schlecht ausgestattet, was Stahlblech angeht. 4 mm habe ich jetzt aber noch gefunden. Wir sind auf Stufe 2. Ja, und da geht schon wieder die Post ab in der Flow-Spell-Step-Spitze. Das geht richtig schnell. Sparen schön ab. So, und jetzt muss ich nur wieder aufpassen. Aber man hört es gut. Also das ist wirklich auch cool. Man hört es wirklich gut, wann hier Schicht ist. Man könnte halt jetzt auch mal, gell, ein bisschen Spray nehmen. Ja, und schon geht das Ganze fluffig. So, noch senken. Und wir gehen wieder raus. Ja, Leute, mega. Jetzt haben wir 4 mm Blech gebohrt. Geht einmal frei. Selbst hinten sehr, sehr geringer Sparen. Ah ja, und da hast du halt in den 4 mm Loch, Blech sofort ein Loch drin. So, jetzt machen wir mal wieder hier eine Hand nur. Ich meine, du musst natürlich ein bisschen Gefühl mitbringen, gell? Das wissen wir alle. Beim Gewinde schneiden, du kannst jetzt natürlich, machst du richtig Druck. Oder das heißt richtig, ich stemme mich so ein bisschen dagegen. Und jetzt höre ich aber schon, dass ich durch bin. So, das Cool Cut haben wir ja noch drauf. Und jetzt schneiden wir das Gewinde. Ja, easy peasy. Ich bin ein bisschen zaghaft, aber so, jetzt haben wir gesenkt und rückwärts ganz leicht ansetzen, geht easy wieder raus. So, habe ich jetzt alles mit einer Hand gemacht. Aber wir müssen auch nochmal den Dicken probieren. Wir müssen auch den Dicken probieren. Ich weiß ja, unter euch sind auch ein paar Stahlbauer bestimmt hier dabei. Und die sagen, oh, hier ärgert man einen 6er Bohrer, das interessiert uns überhaupt nicht. Braucht man nie. Wir haben immer dicker. Jetzt sind wir halt jetzt hier mit dem M10er dran. Ja, da muss natürlich einiges mehr wegnehmen, aber die Flow-Step-Spitze geht durch. Sind wir schon durch? Nee, noch nicht. Oh, jetzt, komm mal. Jo. Jetzt muss ich aufpassen. Das Schöne ist wirklich für mich, ich habe da manchmal ein schlechtes Gefühl, es kündigt sich richtig gut an, dass du Bescheid weißt, dass du hier gleich durch bist. So, jetzt Gewinde. Wieder. Können. Wie gesagt, kurz ansetzen und rückwärts geht er der Bäder. Also M10 geht auch mega gut. Und damit wir aber auch alles haben, Edelstahl bzw. ein Chromnickelblech haben wir auch hier am Start. Das ist jetzt nur 2,5er, glaube ich, oder so. Also da bin ich auch nicht ganz so gut drin aufgestellt. Dann nehmen wir aber wieder einen kleinen und machen nochmal ein M6er Loch rein. Ja, da habt ihr jetzt auf jeden Fall dann schon mal eine grobe Richtung. Also wir sind darauf eingegangen, Thema Zeit. Wir sind auf das Thema eingegangen, unterschiedliche Materialien. Und jetzt ist die Frage, was habt ihr noch für Ideen, die wir hier noch mal zeigen oder probieren können? Sieht aber auch schon nice aus. Naja, locker von der Hand. Leute, locker, flockig, durchgezündet. Also, zwischendrin haben wir ein bisschen Cutting Spray, Schneidspray ein bisschen drauf machen, bei grobem Nickel. Aber hier, guck mal hin, hintereinander durchgezündet, geht wie's Messer. Sehr, sehr cool. So, wir haben die jetzt natürlich bei uns im Repertoire, das heißt, die kommen jetzt hier mit rein und werden hier im täglichen Einsatz zeigen und beweisen können und müssen, was sie drauf haben. Das war natürlich jetzt nur so ein kleiner Vorgeschmack. Das hat ja zum Schluss nicht viel damit zu tun, was wir tagtäglich machen, aber es war mal so ein kleiner Eindruck, um den mal zu bekommen, was die neuen Kollegen hier so drauf haben.
Ich finde immer wieder wichtig, Lustlevel oben halten, weil es macht Spaß. Man kann schnell, einfach easy mit Arbeit, mal schnell Gewinde schneiden und hat nicht dieses ständige Umspann. Es war dann schon immer so, wir haben hier mehrere Akkuschrauber. Und dann hast du dir schon 2, 3 zurecht gemacht, damit das alles schneller geht. Und das ist natürlich cool, wenn man sieht, die auch den finanziellen Aufwand für 3 Geräte. Hier hast du 1 und brauchst nur den einen Schneider, einen Akkuschrauber und einen Gewindeschneider, Bohrer, alles in einem mit Senker. Sehr, sehr cool. Ja, Freunde, das sind die coolen Bohrer von Ruco. Ich find's cool. Lustlevel bleibt extrem oben in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Macht ultramäßig Spaß, weil du Zeit sparst und dieses nervige Gewechsel, das finde ich mega nice. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn das nicht ganz dein Anwendungsbereich war, was ich heute hier gezeigt habe und das nicht abgedeckt hat, schreib es doch gerne nochmal in die Kommentare, was dich interessiert. Dann kann ich darauf natürlich perfekt eingehen und werde aber auch nochmal einen Erfahrungsbericht machen, wenn wir die Dinger mal 1, 2 Monate bei uns getestet haben. Ja, und wenn die dich jetzt interessieren, findest du den Link hier unten rechts. Check die sehr gerne aus. Und hier oben links schaust du dir die anderen Videos an, die wir noch haben, zu Bohrern. Lass es dir gut gehen. Viel Spaß damit. Bis dahin, dein Alulöffel.